Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zur dritten Folge meiner Reihe The History of History Games. Und bevor ihr ins Grübeln kommt, ob ich heute irgendwie anders aussehe, ja, das stimmt, denn dies ist hier nicht meine normale Brille, die ist in Reparatur, das ist eine Art Notbrille, die habe ich vor 5 Jahren getragen. Also eine kleine Zeitreise auch brillentechnisch zurück. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern um dieses Spiel hier, um Aces of the Deep. Eine U-Boot-Simulation, die im Jahr 1994 herausgekommen ist und ja bis heute zu den besten, nicht nur U-Boot-Simulationen, sondern Simulationen überhaupt eigentlich zählt. Das Ganze ist entwickelt worden von Dynamics, ein Entwicklerstudio, das zu dem Zeitpunkt schon zu Sierra gehört. Ihr seht es hier unten, zu einem großen Softwarehaus Sierra. Dynamics wurde Mitte, Anfang der 80er gegründet und ist 1990 von Sierra gekauft worden. Das Studio hat sehr, sehr viele Spiele entwickelt, darunter auch solche richtig bekannten, berühmten wie Betrayal at Gronda, ein großartiges frühes Rollenspiel, oder The Incredible Machen, ein Spiel, so eine Art Puzzlespiel, wo man so kleine Maschinen verstehen und kombinieren muss, um zum Ziel zu bekommen. Oder auch, und dafür ist es dann auch berühmt geworden, eine Flugzeugsimulation namens Red Baron, unter anderem berühmt geworden. Und gerade in diesem Bereich Flugzeugsimulation haben sich dann weiter auch stärker spezialisiert. Und da kommen wir dann auch schon so in Richtung Aces of the Deep. Denn auch nach Red Baron folgte Aces over the Pacific, eine Flugsimulation Zweiter Weltkrieg, Pazifikkrieg. Und später dann, das basierte auf der völlig selben Engine, ist im Prinzip dasselbe Spiel gewesen, bloß an einem anderen Schauplatz, Aces over Europe. Und dieses Aces-Prinzip, das haben sie sozusagen hier mitgenommen in diese Simulation. Aber nicht nur das, sie haben sich natürlich orientiert an dem bis dato Klassenprimus. Und da gehen wir so ein bisschen in die Vorgeschichte der U-Boot-Simulation rein. Und das war Silent Service. Silent Service ist 1985 entwickelt worden von, ja, wem anders, Sid Meier. Der hat sozusagen wieder mal die Vorlage geschaffen für dieses ganze Genre der U-Boot-Simulation. Und es wurde von Microprose noch ein zweiter Teil herausgebracht im Jahr 1990, das gewissermaßen eigentlich das gleiche Spiel war, bloß halt in einer aktualisierten Variante. Und das war auch ein hervorragendes Spiel, Genre prägend. Aber natürlich im Laufe der Jahre dann auch nicht mehr so aktuell, und daran haben sie sich durchaus auch orientiert, muss man einfach mal so sagen. Also diese Spielprinzipien, die Grundprinzipien, die da gelegt wurden, die haben sie dann sozusagen weiterentwickelt und vertieft und kombiniert mit diesem Aces-Prinzip. So, und was ist dieses Aces-Prinzip? Was diese Serie ausgemacht hat, war erstens mal ihr sehr, sehr hoher historischer Detailgrad. Also alles, was natürlich die Vehikel, die Technik betrifft, die Arten von Missionen und so weiter, das haben sie versucht, möglichst historisch akkurat zu machen. Und vor allem haben sie aber es sehr gut geschafft, erstens ganz verschiedene Nutzergruppen anzusprechen, also die wirklichen Hardcore-Simulationsfans, die es ganz realistisch und ganz genau haben wollten und ganz schwer auch haben wollten, aber auch, sag ich mal, arcadige Spieler. Sie haben wirklich ein sehr, sehr gutes Schwierigkeitsgradsystem gehabt. Man konnte alle möglichen Details so weit einstellen, dass man es eben halt ganz simpel arcadig haben konnte oder halt wirklich sehr, sehr, sehr komplex. Das war das eine Erfolgsprinzip. Das zweite war, dass sie neben so Einzelmissionen, was so typisch war, einen sehr motivierenden Karrieremodus in ihren Spielen hatten, wo man als kleiner Pilot oder hier dann als Kapitän beginnt am Beginn des Krieges und dann sozusagen den Kriegsverlauf miterlebt, bestimmte Missionen, die durchaus immer anders sein können, ja, erlebt und dann entsprechend der Abschüsse mit Orden, Medaillen belohnt wird. Dann gibt es eben neue Flugzeuge, neue Technik, neue Form von Gegnern, neue Einsatzgebiete, neue Herausforderungen und so weiter und so fort. Und das ist ein sehr, sehr motivierendes Konzept gewesen, was sie genau hier auch übernommen haben, denn auch hier gibt es einen, und das ist das Herzstück des Spiels, so eine Art Karrieremodus, wo man 1939 beginnt mit einem Typ 2 U-Boot, erstmal nur in der Nordsee und in dem Bereich unterwegs ist und bis zum Kriegsende, wenn man so lange überlebt, dann den Atlantik oder später dann mit dem Add-on dann auch noch ins Mittelmeer fahren kann. Also bis in die Karibik konnte man hier mit den U-Booten fahren und dort konnte einem das Hauptquartier hinschicken. Das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist mit Sicherheit oder damit so ein bisschen zusammenhängend,
was Silent Service gemacht hatte. Silent Service spielte im Pazifikkrieg, also USA gegen Japan, sage ich jetzt mal. Und sie haben sozusagen das in den Atlantik geholt. Und in dem Moment, wo das im Atlantik spielt, muss der Spieler natürlich die deutsche Seite übernehmen. Und das war möglicherweise durchaus heikel zu dieser Zeit. Also zumindest Sid Meier konnte sich das offenbar nicht vorstellen. Aber ich meinte, wenn man über den U-Boot-Krieg im Zweiten Weltkrieg ein Spiel macht, kommt man eigentlich um den Atlantik und um den Kern dieses Krieges nicht herum. Also insofern spielt das im Atlantik und es spielt gewissermaßen das gesamte Spiel auf deutscher Seite. Man spielt also nur einen, entweder in historischen Missionen deutsche U-Boot-Kapitäne oder sozusagen einen eigens geschaffenen Charakter in diesem Karrieremodus. Sie haben dabei aber einen sehr sachlichen, ruhigen, neutralen Ton gefunden, vor allem militärhistorisch interessiert. Also sie haben jetzt nicht versucht, da irgendwie so eine Klischee-Nazis und irgendwie Propaganda oder sowas mit einzubauen. Und man bekommt einen ganz guten Eindruck, wenn man sich hier mal das anschaut, was in der Verpackung mitgeliefert war. Deswegen machen wir jetzt mal ein Unboxing. Schauen wir mal, was drin ist. Zuallererst natürlich die Spieldisketten, 3,5 Zoll Disketten, wie das 1994 absolut noch Standard war. Es gab allerdings auch eine CD-Version. Ein Jahr später erzähle ich nachher noch was dazu. Dann ein sehr, sehr beeindruckendes Handbuch, will ich gleich noch ausführlicher vorstellen. Und dann eine Übersicht der Hotkeys zum Spiel. Und das ist vielleicht das Erste, was ich jetzt mal zeigen will, eine sehr, sehr beeindruckende Karte, die damit geliefert war. Und zwar ist das wirklich so eine Art Remake oder Reprint fast schon der, ja, im Prinzip Einsatzkarte, die von der deutschen Marine verwendet wurde. Und jetzt muss ich mal hier so, ja, ich glaube, jetzt kann man es ein bisschen sehen. Jetzt sind wir bloß in Amerika. Ich gehe mal rüber nach Europa. Und was hoffentlich zu sehen ist, ja, dass die deutsche Marine halt das ganze Gebiet also in Quadranten eingeteilt hat. Es gibt hier so große Quadranten. Sind wir jetzt überhaupt in Europa? Ich sehe gar nichts mehr. Doch, also es gibt hier große Quadranten und da drin gibt es sozusagen nochmal ganz kleine Quadranten. Könnt ihr bestimmt ungefähr so erkennen. Und innerhalb dieser kleinen Quadranten gibt es dann nochmal eine Aufteilung, sodass aber man jeden Standort sehr, sehr genau auf mit im Prinzip 8 oder 6 bis 8 Zeichen darstellen konnte. Ich glaube, 6 Zeichen waren es. Ja, und dieses System, das haben sie sozusagen im Spiel auch übernommen. Man bekommt halt vom Hauptquartier bestimmte Quadranten zugewiesen, die man patrouillieren soll. Und dann, um die schnell zu finden, muss man eigentlich auf diese Karte zugreifen und gucken, wo ist das ganz genau. Sie haben das auch, das ist ganz interessant, damit das nicht ganz so offensichtlich war für den Gegner, haben sie auch diese Quadranteneinteilung irgendwie unregelmäßig gemacht. Also irgendwie immer da Verschiebungen eingeführt, damit das nicht ganz so leicht zu identifizieren war. Ja, also das ist sozusagen das Erste, das braucht man tatsächlich auch im Spiel, wenn man den Karrieremodus spielt. Und dann dieses Handbuch. Und das ist wirklich, ich habe schon gesagt, eines der beeindruckendsten Handbücher, die ich je gelesen habe. Ich habe es jetzt echt auch gelesen, es ist richtig zerflettert. Es ist nicht so, dass das ganze Buch jetzt hier das Spiel erklärt und die Spielmechaniken. Dieser Teil ist eigentlich nur, ja, dieser hintere Bereich. Na, wo so geht's los? Hier ungefähr, genau. Also die letzten 60 Seiten, das Spiel, ihr seht es hier. Der Rest da vorne ist eine wirklich sehr gut geschriebene Abhandlung. Als erstes über die Geschichte des U-Boot-Krieges. Also die ganzen verschiedenen Phasen. Ein historischer Überblick über die Schlacht im Atlantik, wie sich das entwickelt hat, wie sozusagen auf deutscher Seite die Taktik entwickelt wurde, wie auf alliierter Seite reagiert wurde, wie die Konvois gebildet wurden, wie dann auf diese Wolfsrudeltaktik übergegangen ist und so weiter, wie das sich technisch entwickelt hat. Und ein zweites großes Kapitel, da geht es darum, wie sozusagen die U-Boote eigentlich funktioniert haben, wie die Torpedos genau funktioniert haben. Also das hat dann sozusagen auch so einen technischen Teil. Also werden die verschiedenen Torpedotypen erklärt. Ja, alle möglichen Geschützformen, was aber dann ganz wichtig ist, genau, welche Besatzung, was gab es an Bord,
welche U-Boot-Abzeichen haben Soldaten und Offiziere bekommen. Und dann vor allem die verschiedenen Taktiken, sowohl der Angreifer als auch der Verteidiger, also die Escort-Taktiken, wie die Flugzeuge dort agiert haben. Und vor allem, also das geht dann so weit, dass tatsächlich, ich versuche das hier gerade mal zu finden, dass also tatsächlich so Formationen erläutert werden. Also wie sozusagen eine Gleitzugformation genau funktionierte, wo jetzt hier die Sicherungsschiffe und so weiter gefahren sind und wie sich das dann entwickelt hat. Also zum Beispiel Reihenwände und gleichzeitige Wände, wenn es also jetzt zum Angriff kam oder wenn man Richtungswechsel unternehmen sollte. Und hier also zum Beispiel verschiedene Taktiken. Das wurde also ganz genau ausgefeilt, hier die sogenannte Artischockentaktik, wo man also durch die Handelsschiffe durchgefahren ist und dann außen wieder rum. Was gab es noch? Hier oben die halbe Himbeere, das war, glaube ich, eine Angriffstaktik der U-Boote, bin mir nicht ganz sicher. Also sehr, sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen, dieses Handbuch. Und es zeugt auch von der unheimlichen Simulationstiefe dieses Spiels. Also natürlich wird das Wetter simuliert in verschiedenen Formen. Natürlich gibt es unterschiedliche Sichtweiten, beeinflusst durch Nebel, durch Nacht, durch Tauchtiefe, ob man nur durch Seerohr schaut oder so. Es werden spezielle technische Sachen berücksichtigt. Es gibt sozusagen so ein, an Bord später haben die eine Technik entwickelt, dass es so eine Art Kanister gab, den man mit Luft füllte und dann aus dem U-Boot irgendwie schleudern konnte, um gegnerische Sensortechnik, sage ich jetzt mal, abzulenken, weil das war so mit Luft gefüllt, dieser Kanister, dass er im Prinzip den Eindruck machte, als wäre es selbst ein U-Boot. Natürlich gibt es die unterschiedlichen Ortungssysteme. Dann sind bestimmte Torpedoentwicklungen im Spiel natürlich enthalten. Unter anderem sogenannte FATs, flächenabdeckenden Torpedos. Das sind keine zielsuchenden, sondern da hat man das so gemacht, dass man die Torpedos programmieren konnte, dass sie eine bestimmte Reichweite erstmal geschwommen sind. Ich glaube, so sagt man bei Torpedos. Dann haben sie eine Wende gemacht und sind im Zickzackkurs weiter geschwommen, sodass sie möglichst eine große Fläche abdecken und irgendwie dann doch zum Treffer kommen. Dadurch konnte man halt große Gleitzüge, Treffer landen in großen Gleitzügen, ohne dass man zu nah ranfahren musste. Es gibt ein Funksystem im Spiel. Man ist ständig im Kontakt mit dem Hauptquartier, erhält dort Anweisungen. Aber es ist so, dass man halt nur an der Oberfläche oder auf Seerohrtiefe funken kann. Und später im Spiel sind die Alliierten auch technologisch so weit, dass sie Funksprüche abfangen können und dementsprechend auch die Position verraten wird, man dann vielleicht eher gefunden oder gesucht wird. Und zum Beispiel simuliert das also bis in solche Details, dass man, also wenn man von einem Sonar jetzt verfolgt wird oder erfasst wird, dann sollte man möglichst die schmale Seite diesem suchenden Schiff entgegenstellen, damit man halt weniger Aufmerksamkeit für das Sonar erzeugt. Oder zum Beispiel ist es so, dass häufig auch U-Boote gesichtet wurden, nur durch das Seerohr, was man gesehen hat. Also das war schon sehr wichtig für den Ausguck, dass er die Wasseroberfläche abgesucht hat, ob man ein Seerohr gesehen hat. Insofern sind U-Boote auch gern nachts gefahren, weil sie da so gut wie unsichtbar waren. Aber man musste zum Beispiel darauf achten, ob man jetzt den Mond hinter sich oder vor sich hatte. Also wenn man den Mond hinter sich hatte, dann war die Chance ebenfalls wieder da, dass das Seerohr sozusagen so durch das Mondlicht erkennbar war. Und das, sogar das simuliert das Spiel, dass also ein Angriff von der sozusagen Mond entgegengesetzten Seite dann noch erfolgreicher ist. Bis in solche Details geht das. Das Spiel hat sehr hohe Wertungen erhalten. In der Regel so zwischen 80% und 90% war insofern auch sehr beliebt, sehr erfolgreich und erhielt dann noch, heute würde man sagen, ein DLC oder Add-on. Damals nannte sich das Data Disc, da wurde also noch eine zusätzliche Diskette ein Jahr später verkauft und die enthielt das Mittelmeer noch als zusätzliches Operationsgebiet. Nun war es aber leider so, das wurde dann auch von der Spielepresse ein bisschen kritisiert. Es gab zwar, man konnte das frei befahren, das Mittelmeer, auch in dem Karrieremodus, aber die Marineleitung hat einen nie irgendwie auf Patrouille ins Mittelmeer geschickt. Dafür gab es aber 6 weitere historische Missionen, die im Mittelmeer spielten. Das war ja auch historisch Operationsgebiet, durchaus der U-Boote. Und zusätzlich gab es noch, also es gab da ein paar technische Erweiterungen, es gab auch einen neuen U-Boot-Typ, den man dort spielen könnte und man konnte das Deckgeschütz des U-Bootes selbst bedienen.
Ja, und dabei ist es auch nicht stehen geblieben. Es gab dann wiederum im gleichen Jahr oder ein Jahr später dann auch noch eine erweiterte CD-Version, die auf Windows 95 dann lauffähig wurde, als das rauskam. Und in dieser Version, da gab es dann ein bisschen bessere Grafik und man konnte dort, und das war sozusagen die Neuerung, es gab zu dem Zeitpunkt so eine, die ersten IBM-Spracherfassungssysteme unter Windows 95. Und dort konnte man die tatsächlich in dem Spiel nutzen. Also man konnte halt per Sprachbefehl sagen, Tauchtiefe 100, dann ging er auf 100 Meter Tiefe runter. Allerdings in der Praxis hat das, glaube ich, niemand gemacht, weil die Shortcuts waren vermutlich immer schneller und die Spracherfassung war auch mit Sicherheit nicht die beste. Aces of the Deep hat dann später natürlich eine weitere sehr berühmt gewordene U-Boot-Serie sehr, sehr beeinflusst, nämlich Silent Hunter. Kennen sich ja dann viele, weil es davon viele Teile gab. Ich glaube, bis Silent Hunter 5 ging es irgendwann Mitte der 2000er oder 2010, glaube ich, rausgekommen, der letzte Teil. Aber da ist es ganz eindeutig, dass sich diese Serie sehr, sehr, sehr stark, also schon der erste Teil, auf Aces of the Deep bezogen hat und das Ganze dann durchaus weitergeführt hat. Der erste Teil, der ein paar Jahre später rauskam, der war laut der Meinung der meisten noch nicht besser als Aces of the Deep, aber ich denke mit Sicherheit so ab Teil 3 oder Teil 4 mit Sicherheit, das ist dann das bessere Spiel gewesen. Man muss allgemein sagen, dass Aces of the Deep eigentlich, was den Kern des Spiels, also das Gameplay selbst betrifft, absolut sozusagen auf dem Höhepunkt war und da hat es, glaube ich, auch nachher jetzt nicht so viel bessere Mechaniken, Spielmechaniken gegeben. Aber das muss man auch ehrlich sagen, grafisch ist das Spiel sehr schlecht gealtert. Gerade weil es so ein frühes 3D-Konzept verfolgte, das aber im Übrigen zu seiner Zeit extrem grafisch toll war. Also die Schiffe waren zwar noch so ein Vektorgrafik, aber das Meer, das war schon texturiert. Also die Wellen bewegten sich schon unglaublich natürlich. Und es gab nicht wenige, die haben gesagt, dass sie seekrank werden von diesem hohen Wellengang. Und im Spiel selbst war in den Settings, glaube ich, auch irgendwo eine Option drin, dass man diesen Wellengang irgendwie auch schwächer machen konnte, damit keine Seekrankheit beim Spieler entstand. Ja, also die Serie hat Silent Hunter wesentlich beeinflusst. Insofern wollte ich noch sagen, falls ihr euch für das Thema U-Boot-Simulation generell interessiert und vielleicht was Aktuelles, Gutes spielen wollt, so richtig etwas Aktuelles gibt es meines Erachtens nicht, was Gleichwertiges in dieser Dimension, aber vermutlich Silent Hunter 3 oder wahrscheinlich Silent Hunter 4 ist da vermutlich die beste Wahl. Silent Hunter 5 ist, glaube ich, ein Rückschritt gewesen zum vierten Teil. Aber da wissen andere sicher besser Bescheid. Wie auch immer, ihr seid es gewöhnt in dieser Reihe, dass ich natürlich die Spiele, die ich vorstelle, auch anspiele, damit ihr auch wirklich mal einen Spieleindruck bekommt. Das werde ich auch diesmal wieder tun. Und zwar ja in Form von zwei Videos. In einem ersten Video werde ich noch nicht auf Tauchfahrt gehen, sondern da werde ich mal das Spiel sozusagen in der ganzen Options- und Missionsvielfalt ausführlicher zeigen und vor allem eins machen. Das Spiel hatte in der CD-Version eine sehr, sehr gute kurze Dokumentation des Verlaufs des U-Boot-Krieges und zeigt, wie so ein U-Boot aufgebaut ist. Damit werde ich mich im ersten Video mal befassen, damit man sozusagen thematisch auch nochmal stärker rankommt. Und im zweiten Video werde ich dann mal beispielhaft euch mal also eine U-Boot-Mission zeigen, beziehungsweise zeigen, wie das genau ablief, wenn man dieses U-Boot jetzt steuern wollte und Torpedos ins Ziel bringen wollte. Das war's für dieses Mal. Aces of the Deep. Schaut euch ruhig die anderen beiden Videos an, wenn euch die Details interessieren. Ich freue mich auf Folge 4 schon. Ich weiß noch nicht, was ich da bringen werde. Das ist immer eine Entscheidung, die jetzt erst in den nächsten 4 Wochen, 3, 4 Wochen reifen wird. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dann, macht's gut, euer Steinballen.